Name ist Michael Tangemann, ich bin von der TU Berlin und stelle Ihnen heute ein Projekt vor, wo wir allein durch vorgestellte Bewegungen eine Maschine steuern können. In dem Fall hier diesen Adams Family Pinball Flipper. Dieser Rechner ersetzt die flinken Finger, mit denen man die Knöpfe am Flipper drücken soll. Denn Köpfchen ersetzt jetzt die Knöpfchen. Der Spieler rührt keinen Finger. Allein mit seiner Gedankenkraft löst er die Flippertasten aus. Mit Gedankenkraft könnte er auch einen Text schreiben, wie es beispielsweise künftig möglich sein soll, für an ALS erkrankte Menschen, die keinen Muskel mehr bewegen können. Für die Wissenschaftler am Messestand des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist das spielerisch Dargebotene gleich ein Test in realer Umgebung. Unser Computer muss an die individuellen Signale des Spielers gewöhnt werden. Wir nennen das eine Kalibrierungsphase. Das haben wir heute Morgen für ungefähr 20 Minuten gemacht, bis das System optimal angepasst war für die Gehirnsignale dieses Spielers. Ich bin Marcel Ventur, Student an der TU. Ich steuere hier diesen Flipper. Das ist ein Computersystem, was quasi auf mich trainiert wird. Das heißt, ich muss ein paar Bewegungen machen, was mir der Computer vorher sagt, links und unten. Und dann macht der Computer das, um 20 Minuten wird es kalibriert und dann klappt es eigentlich ganz gut. Sie sprachen eben, Sie müssen eine Bewegung machen. Ich mache keine Bewegung, ich stelle mir halt die Bewegung der linken Hand nur vor. Bewegung der linken oder rechten Hand stelle ich mir halt bloß vor. Jetzt würde ich da meine Hand halt zusammenballen, wenn ich irgendwas kneten würde, einen Ball zum Beispiel. Wenn man nicht richtig gut kalibriert, wird er eben anfangen, die Hirnsignale misszuinterpretieren. Also sprich, man wird einfach nicht sehr genau sein. Dann wird zu Zeitpunkten, wo man eigentlich den rechten Flipperschläger bewegen möchte, wird der linke sich bewegen oder es wird nichts passieren. Aber das ist alles, was passieren kann. Es ist schon so, dass sich die Gehirnsignale im Laufe der Zeit ändern. Wenn ich also den gleichen Spieler am nächsten Tag nochmal anschließe und seine Gehirnsignale messe, dann werden die ein bisschen anders sein, abhängig von seiner Müdigkeit, von seiner Stimmung, davon abhängig auch, wie die EEG-Kappe dann sitzt. Vielleicht hat die sich einen halben Zentimeter bewegt im Vergleich zu dem Vortag. Und da messen wir etwas andere Signale. Deswegen ist es relativ wichtig, dass wir zumindest, wenn man sehr hohe Performance haben möchte beim Spielen, die Signale jeden Tag neu nutzt, um den Computer zu kalibrieren, damit die Signale gut erkannt werden. Dieses Spiel ist eigentlich nur eine Demonstration der Technologie, wenn man mal schaut, was kann man alles in puncto präzises Timing eigentlich jetzt so auf die Straße bringen an Leistungen. Das Berliner Brain-Computer-Interface-System, das die TU Berlin in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin entwickelt, hat das Ziel, für gelähmte Patienten, die nicht in der Lage sind, zum Beispiel eine Maus oder einen Joystick oder eine Computertastatur zu verwenden, auch damit auszustatten, eine E-Mail schreiben zu können, Texte zu verfassen, zu kommunizieren. Das funktioniert eben, indem diese Patienten direkt zum Beispiel Bewegungsvorstellungen nutzen, um Computeranwendungen zu steuern, sowas wie unsere mentale Schreibmaschine zum Beispiel. Damit schreiben sie dann Texte und sind unabhängig von motorischer Kontrolle. Die wichtigste Komponente, an der wir noch arbeiten müssen, und das macht zum Glück ein Spin-off-Unternehmen, das aus unserer Arbeitsgruppe hervorgegangen ist, ist es, nicht mehr mit Gel-Elektrodenkappen hantieren zu müssen, sondern möglichst mit einer Trockenhaube arbeiten zu können, wo also direkt eine Messhaube aufgesetzt werden kann. Das wird dann auch noch hübsch designt werden und ganz nett aussehen und man sofort losmessen kann mit den EEG-Signalen. Heute Morgen haben wir, damit das alles funktioniert hat, bei der Versuchsperson ungefähr 20 Minuten lang die Kappe aufgesetzt und dann an all den Stellen, wo wir die Hirnströme messen wollen, mit einem Wattestäbchen und etwas leitendem Gel eine Verbindung zur Kopfhaut hergestellt. Und das dauert einfach relativ lang und das möchte man natürlich vermeiden, wenn es breiter benutzt werden soll. Ich heiße Meinhard Schilling, ich leite das Institut für elektrische Messtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik an der Technischen Universität Braunschweig. Wir beschäftigen uns in unserer Arbeitsgruppe mit der Messung von Gehirnsignalen. Und für diese Messung der Gehirnsignale haben wir einen neuen Helm gebaut, der es ermöglicht, sehr schnell und einfach, ohne Vorbereitungszeit, das Elektroenzephalogramm aufzunehmen. Dieser Helm basiert auf kapazitiven Elektroden, die es erlauben, ohne einen direkten elektrischen Kontakt zur Kopfhaut,
das elektrische Signal aus dem Gehirn aufzunehmen. Wir haben hier einen Helm, der mit 7 Elektroden ausgestattet ist, in einer 8. Referenzelektrode. Und diese Elektroden nehmen jetzt an verschiedenen Stellen an der Kopfhaut das Gehirnsignal ab. Das Elektroenzephalogramm können wir damit aufzeichnen. Diese Elektroden sind weich gelagert, damit wir das System an die verschiedenen Kopfformen anpassen können und damit der Tragekomfort halbwegs hoch ist. Die Elektroden sind dann über Kabel mit einer Elektronik verbunden. Die Elektroden sind aktiv, da sind Verstärker und Filter schon integriert. Und die Signale der Elektroden gelangen dann über das Kabel in die Elektronik, wo sie in den Computer übergeben werden und dann weiterverarbeitet, um auf dem Bildschirm dargestellt werden zu können. Hier zeigen wir das sogenannte Alpha-Signal, ein Signal, was besonders groß ist bei Entspannung. Wenn der Proband sich entspannt, die Augen schließt, dann wird dieses Signal größer und der Zeiger schlägt Richtung 10 aus. Hier auf der Messe ist natürlich viel los und von daher ist es mit der Entspannung immer schwierig. Aber grundsätzlich können wir sogar in dieser Umgebung zeigen, dass wir mit diesem Helm die sehr, sehr kleinen Signale des Gehirns aufzeichnen können. Ja, wenn ich einen Stoß gegen den Körper gebe, dann sieht er andere Störquellen, weil er sich in diesen sehr komplexen Überlagerungen aller Computer, die in der Gegend sind, und Mobiltelefone, natürlich dann bewegt und verschiedene Störsignale dann sieht. Ja. Ist das jetzt so ein In-Situ-Test, den Sie hier machen? Das ist sozusagen der In-Situ-Test, das ist die Feuerprobe sozusagen. Ja, also wenn es auf der Messe funktioniert, funktioniert es überall. Es bestehen 3 Forschungsziele. Zum einen in der Rehabilitation. Das heißt, wir wollen schwerstbehinderten Patienten helfen, um zu kommunizieren. Wir wollen in den Neurowissenschaften beitragen, indem wir unser Messgerät, das Brain-Computer-Interface, benutzen und dem denkenden und sich verhaltenden Gehirn in Echtzeit zuzuschauen. Mehr über bestimmte Hirnzustände rausfinden in unserem Alltag, in der Interaktion mit Computern, in der Bewegungsvorbereitung, also sozusagen universell auch außerhalb des Labors. Und in einem dritten Feld wollen wir diese neue Schnittstelle zwischen Mensch und Computer, indem wir bestimmte Signaturen aus unserem Hirn übertragen können. Ist der Proband ärgerlich oder ist der Proband müde? Können wir damit die Mensch-Maschine-Interaktion verändern, verbessern, natürlicher machen? Und am Ende ist natürlich dieser neue Kanal auch ein interessanter für die Spieleindustrie. I have a whole bucket full.